Hi, ich bin's, euer Tourette Gamer, Retro Schreihals. Keine Ahnung, wie ich mich jetzt mittlerweile nenne. Ich bin fertig. Hier auf YouTube. Viel Spaß beim nachfolgenden Video. Wie immer, ich übernehme keine Gewähr, habe keine Verantwortung für irgendein, der in diesem Video passieren wird. Bin ich froh, dass ich hier bin und nicht in Hollywood. Denn hier gibt es die gleichen geilen Effekte wie in Hollywood. Die Frage? Ja. Hi, ich bin es, euer netter Retro-Schreihals hier auf YouTube. Und ich mache mit euch jetzt live ein Unboxing von einem Spielautomaten. Wie man hier sieht, Moment, man darf nicht zu viel sehen. Ja, hier liegt Zeug auf dem Boden. Ich muss euch auch mal so ein kleines Status-Update geben, wie es aussieht hier beim Tourette Gamer. Und das habe ich schon wieder gerade getragen, ich bin außer Atem, Entschuldigung. Ja, wie es hier aussieht, wie man sieht, beschissen. Ich meine schlecht. Entschuldigung, der Tourette Gamer kommt immer wieder mal durch. Ich bin hier gerade echt am Aufräumen, Umräumen. Und tun. Hier liegt jetzt das Paket. Übrigens die Papiere da, die räume ich auch noch weg. Hier ist ein riesen Paket gekommen mit einem Spielautomaten. Ihr wollt gar nicht sehen, wie es da sonst aussieht. Darum zeige ich euch auch nicht so viel. Auf jeden Fall gibt es hier so eine neue Schrankwand. Da seht ihr den ganzen Stolz. Den C64 Maxi und den verkackten kleinen Drecks Mini davor. Ja, der steht hier im Regal. Der kleine. Wie man hier sieht, hier ist eine kleine schicke Retro-Spielecke entstanden, die jetzt auch noch ein bisschen gepimpt wird. Hier so mit dem ganzen alten Zeugs. Naja, PlayStation, C64, Amiga, SNES Classic, gemoddet natürlich. Einem schicken LCD-Fernseher. Und das ist ja eigentlich gar nicht Gegenstand des Videos. Dieses Paket ist Gegenstand des Videos, genau. Ich wollte euch nur damit sagen, ich entschuldige mich für den Zustand, wie es hier aussieht. Ich war mich gerade beim Aufräumen umräumen. Und dann kam von der Worldwide GmbH nach über drei Monaten, endlich ein bestelltes Paket. Und das mache ich jetzt mal für euch auf. Hier, den Scheiß. Und das müsst ihr ja nicht sehen. Ah, wie schön. Toll. Könnte man denken. Toll. Der ist ja genau das Richtige für den Tourette-Gamer. Toll. Retro-Schrei, als wie auch immer. Toll. Ja, super. Toll. Ist ja schön, oder? Toll. Stellen wir das gute Stück mal auf. Ich pack's jetzt aus. Und dann gucken wir mal rein. Und ich werde es auf jeden Fall modden, so richtig, hardcore modden. Ich habe schon alles bestellt, ich habe schon für 300 Euro, habe ich schon Sachen im Internet bestellt. Denn wenn, dann möchte ich einen vernünftigen Automaten haben, mit einer Emulationskonsole drin. Und dann schauen wir mal. Wunderbar, was einen sofort aufhorchen lassen sollte, ist dieser Aufkleber hier an der Verpackung. Schauen wir doch mal, was steht denn da? Einmal geöffnet. Und alle, egal was jetzt wäre, wenn da jetzt ein Haufen kaputter Bretter drin liegt, ja, hat mein Verkäufer laut diesem Sticker damit nichts mehr zu tun. Denn einmal geöffnet, gibt es nur noch Support vom Hersteller selbst und nicht mehr vom Verkäufer. Warum pappt man denn so einen Aufkleber da drauf? Ich finde es sehr seltsam. Und ganz ehrlich, in Deutschland, rechtlich, hat man mit so einem Aufkleber überhaupt keine Schnitte. Denn es ist immer der Verkäufer zuständig an erster Stelle. Und der darf sich mit dem Hersteller rumschlagen und nicht der Konsument selber. Lächerlicher Aufkleber. Ich denke, das ist nur, weil in Amerika so viele Probleme waren.
Und als Verkäufer in Amerika ist es Walmart und Best Buy und andere. Und die haben natürlich keinen Bock da auf irgendwelche, ja, irgendwelche Forderungen von Kunden, die Probleme haben. Oder auch fehlerhafte Ware. So, ich mache das Paket jetzt mal hier ein bisschen auf. Und dann schauen wir da mal rein. Vielleicht haben die mir tatsächlich nur Klopapierrollen hier reingepackt. Das würde ich dieser unseriösen Firma tatsächlich auch noch zutrauen. Aber mal gucken. So, ich habe alleine schon 5 Minuten gebraucht, nur um diesen hier aufzukriegen. Schrecklich. Jetzt geht's weiter. Übrigens, hier sieht es aus wie Sau, das möchte ich nochmal entschuldigen, aber so sieht es hier nicht immer aus. Ich bin gerade beim Auslisten. Ihr möchtet bestimmt auch wissen, wie lange dauert das, so ein Teil aufzubauen. Ich bin jetzt gerade seit 10 Minuten beschäftigt, damit auszupacken. Ja, schauen wir nochmal auf die Teile, die jetzt hier so ankamen. Also die waren auf jeden Fall gut verpackt, muss man dazu sagen. Ist ganz wichtig. Ist, glaube ich, jetzt so vom Ansehen her auch nichts kaputt. So. Dann sieht man hier als allererstes das Control Panel Deck. Ohne Sunwar Buttons. Die klicken noch nicht mal, das ist schade. Ich mag das Klicken. Naja. Dann haben wir hier von hinten zu sehen den 17 Zoll Monitor. Da haben. Und irgendwas anderes darunter. Keine Ahnung. War alles sehr gut eingepackt. Wirklich, muss man sagen. Ja, und da sind die Überreste. Eine Anleitung, mit der ich mich jetzt beschäftigen muss. Bisschen Krimskrams, Kabelgedöns etc. Lautsprecherboxen, immerhin, die haben wir ja jetzt endlich, vernünftige. Aber leider keine beleuchtete Markise. Warum auch? Habe ich zwar bestellt, habe ich nicht bekommen. Gut, ich würde sagen, ich fange jetzt mal an, ein bisschen zusammenzubauen. Und erspare euch das. Auch kein Zeitraffer-Scheiß, weil ich finde das immer lächerlich. Guckt sich eh keiner an, so wie dieses Video, weil ich die ganze Zeit nur Blödsinn quatsche. Wie dem auch sei, ich würde sagen, schauen wir gleich mal, wie das Teil so aussieht. Oder vielleicht komme ich ja noch irgendwie zu Problemen. Zum Beispiel Bohrlöcher, die nicht passen oder sowas. So, ja, so langsam wird's. Bisher tatsächlich hat noch alles geklappt. Das Aufbauen eines IKEA-Regals ist schwerer.
So, und weil ich kein Multitasking-Talent bin, quatsche ich jetzt aus dem Off einfach mal drüber. Wie man sieht, ich spiele jetzt hier Marvel Super Heroes mit einer Hand, in der anderen halte ich die Kamera, mache hier verwackelte Aufnahmen für euch. Ich habe jetzt insgesamt eine dicke Stunde gebraucht, um den Automaten zusammenzubauen, wenn ich da meine Pausen, die ich machen musste, leider abziehe. Dabei ist mir nichts negativ aufgefallen. Es gab halt mal ein paar Abplatzer von Farbe, aber das ist alles relativ unspektakulär gewesen. Sieht man auch eigentlich so nicht. Der Monitor, wie man jetzt auf jeden Fall sieht, der hat schöne Kontraste, tolle Farben. Da bin ich mit zufrieden. Der hat auch keine toten Pixel oder dergleichen, was ja schon mal öfter der Fall wohl war in der Vergangenheit mit den Automaten. Und ja, mir gefällt's. Was das angeht, bin ich echt zufrieden. Womit ich überhaupt nicht zufrieden bin, das sind die Knöpfe hier. Also man hat hier an dem Automaten einmal einen Knopf zum Regulieren des Tons. Kann man wohl in 15 Stufen die Lautstärke einstellen. Den einen Ausschalter hat man. Man hat einen Knopf für den Einspielermodus, für den Zweispielermodus. Dann hat man diese zwei schlechten Joysticks und jeweils noch 6 Knöpfe. Und ja, da spiele ich jetzt erstmal das zweite Spiel. Das ist X-Men. Children of the Atom oder sowas, keine Ahnung. Die Spiele sagen mir auch nicht viel, die habe ich noch nie gespielt an einem Arcade-Automat. Nun ja, die kann man auch nicht gut spielen an diesem Modell hier, denn es fehlen definitiv die Sunbar-Joysticks und die vernünftigen Knöpfe, denn hier ist echt das Problem, dass man präzise Moves ausführen muss und das geht einfach nicht, wenn man so Sticks hat, die wirklich solche weichen Federn haben, dass man die erstmal bis zum Nordpol bewegen muss, dass dann überhaupt was passiert. Ganz traurig, funktioniert echt nicht damit, Special Moves zu machen oder so. Die Knöpfe, ja, die haben so Einkerbungen, dass man also gut mit seinen Fingern da reinrutscht. Aber sie geben mir kein Feedback, weil sie sind echt keine Clicky-Buttons. Also sie klicken nicht und das ist auch nicht besonders gut und geeignet für solche Spiele. Man kann es natürlich spielen, klar, aber so ein richtiger Profispieler in Japan, der wird drüber lachen und der wird auch auf so einem Gerät natürlich nicht spielen. Gut, das bin ich nicht, aber ich merke es auch schon und ich möchte nicht wissen, wie das bei einem Spiel ist, was ich kenne, wie Street Fighter 2 oder Mortal Kombat. Da wird es mir dann auch wahrscheinlich richtig gut auffallen. Jetzt spiele ich hier The Punisher, das ist ein Beat'em Up à la Golden Axe, ziemlich cooles Spiel. Gefällt mir richtig gut, aber natürlich sind 3 Spiele ein bisschen wenig. Ich werde die Konsole daher, also den Arcade-Automat, werde ich modden. Da werde ich einen Raspberry Pi 4 reinsetzen und diverse andere Kleinigkeiten mitmachen. Und das könnt ihr gerne hier verfolgen auf meinem Kanal. Das werden Videos sein, die kommen hoffentlich, wenn die Sachen eintreffen. So ein Automat, so wie er jetzt hier bei mir steht, ist, das ist schon ein Kinderautomat. Die Größe ist echt winzig. Hier sieht man auch, wie lose dieser Joystick tatsächlich ist. Einmal bitte hinhören. Ich hoffe, man konnte jetzt irgendwie merken, dass es echt nicht gut ist. Nun ja, wir sehen uns dann bei folgenden Videos und macht's gut, bis bald, auf Wiedersehen.